life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. So, Wohnmobil habe ich schon mal soweit eingeräumt. Jetzt kann es bald losgehen. Wir freuen uns. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut. Wo fahren wir hin? Wir fahren jetzt nach Schweden. Yay! Yay! Schweden, wir kommen! Hast du Gas getankt? Ja, Gas getankt für 20 Euro. War günstig, ne? Ja, unter 1 Euro war schon lange nicht mehr. So, jetzt kommt noch Diesel. Ich glaube, das wird nicht so günstig. Aber der Tank ist noch halb voll. Ja. Und ich habe kein Mikrofon dran. Brauche ich mein Portemonnaie. Okay, hole ich dir. Hallo, herzlich willkommen auf unserem ersten Video auf der Reise Richtung Schweden. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo. Wir sind heute schon recht früh losgefahren. Ich konnte ein bisschen früher Feierabend machen und wir haben die Chance genutzt, weil das Wohnmobil war sowieso schon komplett fertig gepackt. Die Tanks waren gefüllt. Wir brauchten eigentlich nur noch einsteigen, nach einer Dusche natürlich, und dann sofort losfahren. Somit konnten wir schon mal die ersten 270 Kilometer fahren und haben jetzt erstmal einen Platz für die Nacht gesucht und auch gefunden. Und das scheint auch ganz okay zu sein. Ja, 5 Stunden sind wir gefahren. Wir haben zweimal im Stau gestanden oder vielmehr einmal war eine Vollsperrung. Ja. Da wurden wir umgeleitet. Ja, von daher 5 Stunden 270 Kilometer ist ja nicht so viel. Ja, wir wollen mal hoffen, dass es nicht in diesem Tempo weitergeht. Dann wird es noch ein Elend. Ja, morgen durch Hamburg. Deshalb sind wir auch so weit gefahren, weil wir morgen ziemlich früh durch Hamburg wollen, damit wir nicht in den Feierabendverkehr kommen. Sind ja auch noch etwas über 100 Kilometer bis da. Und jetzt stehen wir in Mahndorf, am Mahndorfer See, in der Nähe von Bremen. Ein Badesee, ein öffentlicher, der ist auch kostenfrei, wirklich schön. Ein großer, geräumiger Parkplatz, obwohl die Anfahrt ein bisschen
abenteuerlich ist, würde ich mal sagen, für unser großes Wohnmobil. Ja, da, wir sind auf einem Weg gefahren, der sah eher aus wie ein Fahrradweg oder sowas. Also da war schon wirklich sehr eng, stark bewachsen, hat aber alles gut funktioniert und der Platz an sich ist recht groß und geräumig. Ja. Stehen auch noch drei andere Wohnmobile mit uns zusammen hier. Ja. Ja. Ist wohl so ein typischer Platz, wo sich vielleicht nachts schon mal so Jugendliche treffen könnten. Draußen stehen auch schon so ein paar heiße Schlitten. Ja, da sind schon ein paar am Posen. Wir wollen mal hoffen, dass es nicht so bleibt und dass wir eine ruhige Nacht bekommen. Naja, am Posen sind die ja noch nicht so. Eigentlich sind die ja ruhig bis jetzt. Ja, bis jetzt sind sie noch ruhig, ja. Ja, du weißt ja, wir haben ja schon die dollsten Sachen erlebt. Also, was man auf Parkplätzen manchmal so erlebt, ist schon manchmal abenteuerlich, aber ja. Okay. Naja, dafür steht man halt kostenfrei. Sonst müsste man halt einen Parkplatz aufsuchen, der bewacht ist oder wo man dann bezahlt. Dann hat man das vielleicht nicht so. Ja, und wir bleiben ja auch nur für eine Nacht und morgen geht es ja schon wieder weiter. Genau. Und ich denke mal, das klappt. Ja. Jetzt trinken wir noch ein kleines Schlückchen. Ja. Ich mache aber morgen früh noch mal ein paar Aufnahmen von dem Platz hier und zeige den noch mal. Ja. Ja. Morgen, wenn es wieder hell ist, wenn geht's wir wieder weiter. Fit sind, jetzt bin ich auch müde. Los. Ich bin auch müde. Wir trinken jetzt noch ein Schlückchen, gehen in die Falle, damit wir morgen früh wieder fit sind. Und wenn ihr wollt, seid ihr wieder dabei. Wir freuen uns. Bis dahin. Und, war's kalt? Oh, aber ist echt cool. Das mache ich jetzt immer, wenn ein See und Fluss oder irgendwas da ist. Ja, das ist gut, da können wir Wasser sparen. Obwohl hier am Anfang ganz viel so Gänsegrütze ist. Ah. Wirklich, also muss schon ein bisschen weiter schwimmen, damit man von dem Dreck so rauskommt. Oh, aber ich bin nicht alleine, da hinten schwimmt auch einer. Habe ich gesehen. Ihr seid verrückt. Ja. Cool ist das.
da sind wir wieder. Wir sind super gut durch Hamburg durchgekommen. Hat toll geklappt, ne? Hat richtig gut geklappt. Vor dem Elbtunnel war eine Baustelle. Hatten wir vielleicht so 10 Minuten Verzögerung, aber ließ sich gut fahren, sind gut durchgekommen. Ja, ja. Wir sind circa 280 Kilometer gefahren, haben dafür 4,5 Stunden gebraucht, aber wir haben auch eine Pause gemacht, muss man sagen. Und wir sind jetzt in? Wir sind angekommen in Dänemark, wir haben uns hier einen Platz gesucht, in Rødekro. Ich weiß nicht, ausspricht. Keine Ahnung mit diesem O und dem Strich. Ich habe keinen blassen Schimmer. Wir schreiben es mal in dem Video mit rein. Ja. Keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall schon mal sehr schön hier. Wir stehen hier an so einem kleinen Hafen. Hier ist so eine, ja, so eine Halbinsel, kann man sagen. Da kann man auch einmal so drumherum spazieren. Sehr schön. Viel Wasser. Viel Natur, die Leute sind alle entspannt, die hier sind. Wir sind schon entspannt, also wir sind schon in Urlaubsstimmung. Ja. Ja. Wir haben bei Park 4 Night steht, dass man da stehen darf. Ja. Da steht auch eine Gebühr eigentlich. Aber dann wird beschrieben in der Beschreibung, dass nur die, die Strom brauchen, müssen bezahlen. Und jetzt sind wir da angekommen und jetzt ist da eigentlich ein Schild, dass Camper verboten ist. Jetzt sind wir ein bisschen unsicher. Es sind viele Menschen da auf dem Parkplatz. Es sieht auch so aus, als wenn da so ein Hafenmensch ist, der da zuständig ist. Die sind alle sehr freundlich und nett und machen jetzt nicht den Anschein, dass wir gehen müssen. Also wir warten mal ab, was passiert, ob wir hier übernachten dürfen oder ob wir später wieder fahren müssen. Dann wird uns das bestimmt jemand sagen. Wir versuchen da jetzt mal ein bisschen lockerer zu sehen. Und einfach auf uns zukommen zu lassen. So. Ja. Ja, genau so machen wir das. Mhm. Ich habe die Vermutung, das stört gar keinen. Und wir werden dann eine ruhige Nacht verbringen. Vielleicht auch zwei, ich weiß es nicht. Ja. Und dann geht es irgendwann wieder weiter. Ja, jetzt entspannen wir hier ein bisschen, gehen ein bisschen spazieren. Man kann, ja, Ralf sagte ja schon, einmal rumlaufen. Und dann soll da auch irgendwie so Steinformationen sein. Naja, wir werden es alles in Bildern für euch festhalten. Steinpark zeigt charakteristische Steine aus der dänischen Landschaft. Die meisten Steine, die wir auf Feldern und am Strand finden, stammen von unseren skandinavischen Nachbarn. Die Steine im Steinpark wurden in Kiesgruben in Südjütland gefunden. Thank you.
Da hat sich schon jemand gemütlich gemacht. Gefällt's dir hier? Nein! Da hinten ist die Brücke, über die wir morgen fahren wollen, oder übermorgen. Sieht man, glaube ich, gar nicht so gut im Video. Vielleicht laufen wir da mal hin. Einfach schön. Also das Land überrascht uns total. Mit so viel Schönheit haben wir wirklich nicht gerechnet. Daumen hoch für Dänemark. Also da werden wir auf jeden Fall nochmal eine Reise hinmachen und das ganze Land erkunden. Richtig, richtig schön. Ist doch gar nicht jugendfrei. So, hast du auch gesehen, ne? Ja, er ist ganz entspannt. So, wir sind jetzt mal ein ganzes Stück lang hier am Meer entlang gelaufen. Und da hinten, da steht irgendwo unser Wohnmobil. Kann man vielleicht gar nicht erkennen. Kannst du dran zoomen? Gestern einen wirklich schönen Tag verbracht auf dieser Halbinsel und wir durften auch da bleiben. Später sind noch zwei weitere Camper dazugekommen, war kein Problem. Heute Morgen sind wir dann aber weitergefahren, 151 Kilometer und etwas über 2 Stunden haben wir dafür gebraucht und stehen jetzt in Nyborg. Traumhaft schön, also so schön haben wir wirklich noch nie gestanden. Über uns fliegt gerade ein Fischreiher. Ja, sehr, sehr imposant. Ich habe dir zugehört, ich habe halt nur nicht hingeguckt. Also. Gestern wollte ich eigentlich noch erwähnt haben, wie der Grenzübergang von Deutschland nach Dänemark war. Das war eigentlich komplett unkompliziert. Es hat sich ein kurzer Stau gebildet, es waren 3 Fahrstreifen, da wurde auch kontrolliert. Beziehungsweise da standen Grenzbeamte. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass irgendeiner kontrolliert worden ist. Ich denke mal, wenn es da wohl irgendwie verdächtig aussieht, dann wird man angehalten. Aber in unserem Fall konnten wir einfach so durchfahren. Wir sehen sehr verdächtig aus. Ich denke mal, wir sehen sehr unverdächtig aus. Ja.
Dann haben wir in Dänemark auf einem Rastplatz Halt gemacht und da ist uns schon aufgefallen, dass da eine Entsorgungsstation für Wohnmobile war, die auch komplett ausgestattet war. Alles picobello, ein großer Einlass im Boden, frisches Wasser, man konnte seine Toilette entleeren. Das fanden wir schon sehr gut. Und als wir heute weitergefahren sind, dann haben wir mal einfach den Test gemacht und sind nochmal so einen Rastplatz angefahren. So ein ganz normaler Autobahnrastplatz. Und auch der war auch wieder komplett ausgestattet. Da haben wir natürlich auch die Möglichkeit erstmal genutzt und entsorgt, was wir entsorgen konnten. War noch, eigentlich noch gar nicht nötig, wir hatten noch nicht so viel. Aber wir haben es dann einfach mal genutzt und ausprobiert. Alles komplett kostenlos, picobello sauber, total easy. Also für diejenigen, die sich mal oder die mal nach Dänemark in den Urlaub wollen, ist das vielleicht interessant. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt erwähnt haben. Wir fahren ja komplett über den Landweg nach Schweden. Das heißt, wir fahren Deutschland, Dänemark, Schweden. Dazu muss man drei Brücken überqueren. Das ist einmal die Brücke über den kleinen Belt, die haben wir jetzt schon hinter uns gebracht. Dann gibt es die Brücke über den großen Belt. Da sind wir jetzt gerade, wir stehen quasi unmittelbar vor dieser Brücke. Und dann muss man nochmal über die Öresundbrücke fahren. Die ist dann halt nochmal ein Stückchen weiter. Und die beiden letzten Brücken kosten halt Maut, ne? Die kosten Maut. Wir haben mal so überschlagen, in unserem Fall wird es wohl so um die 210 Euro sein, die wir für die beiden Brücken bezahlen müssen. Das liegt natürlich daran, wie groß das Wohnmobil ist, wie schwer es letztendlich ist, das zulässige Gesamtgewicht. Da gibt es unterschiedliche Klassen, wo man dann eingestuft wird. Da muss dann halt dann jeder für sich selber schauen. Ist auch im Internet ganz leicht zu finden. Man braucht einfach nur Rückenmaut, Öresund oder Störebelt und dann kriegt man schon die Angaben, die man braucht. Wir haben das eigentlich ein paar Tage vor unserem Urlaub erst richtig gemacht, haben nochmal so ein paar Fakten nachgeguckt und da ist uns dann auch aufgefallen, dass man, wenn man in Schweden einreisen möchte mit Hund, dass man den anmelden soll. Ah ja, genau. Ja, das haben wir dann auch gemacht, das war ganz einfach. Das war einfach eine E-Mail-Adresse, wo man so ein paar, die Chipnummer vom Hund, was es für eine Rasse ist, wann man einreisen möchte. Man kann das wohl auch direkt an der Grenze machen. Man muss den Hund also anmelden. Ja, es gibt wohl so eine Regelung für so einschlägige, ja, ich sag's jetzt mal, Kampfhundrassen. Ja. Was ja eigentlich totaler Blödsinn ist, aber so steht's halt da. Die dürfen hier auf dem Transfer von Deutschland nach Schweden zum Beispiel auch nur an einer kurzen Leine aus dem Auto gelassen werden, nur eben um das Geschäft zu verrichten. Und dann müssen die danach direkt wieder rein. Die also, sollen hier in Dänemark sehr streng ja, sein, was also sowas wer jetzt angeht. Da so eine Rasse tatsächlich hat, der muss sich auf jeden Fall ordentlich informieren, dass er da kein böses Erwachen hat. Keine Schwierigkeiten. Ja. Und ja, wie gesagt, als wir dann so ein bisschen rumrecherchiert haben, dann haben wir einfach mal geguckt, was so eine Fährverbindung kostet. Und tatsächlich ist die Fähre für uns günstiger wie diese beiden Brücken. Und dann haben wir für uns beschlossen, dass wir die Rücktour mit der Fähre machen. Weißt du jetzt noch, wo das war? Das war von Trelleborg nach Travemünde. Genau. Ja, die Fahrt dauert dann letztendlich 8 Stunden. Ist eine Strecke über die Ostsee von 250 Kilometer. Ja. Und ja, die kostet, glaube ich, das haben wir da jetzt gesehen. 139 für uns. 139 für uns. Man musste angeben, wie lang das Wohnmobil ist. Nicht wie schwer oder sonstiges. Sie wollten nur die Länge haben und das ist TT-Line. Ne? TT-Line heißt die Reederei, die da hin und her fährt. Ja, ja. Und ja, wie gesagt, Anfang Juli. Anfang Juli, ja. Ja, Anfang Juli fahren wir dann mit der Fähre zurück. Da sind wir natürlich auch total gespannt. Ja, haben wir so noch nie gemacht, ne? Ja, und da spart man natürlich dann auch noch Sprit, ne? Das dann kommt dann noch hinzu. Also ja, und Fahrzeit auch. Ja gut, die Fahrt dauert 8 Stunden, aber man muss halt nicht dauernd fahren. Man ist entspannt. Ist natürlich auch ein bisschen so eine Sache, welche Uhrzeit man dann auf der Fähre zu welcher Uhrzeit man auf der Fähre ist. Wenn man zum Beispiel nachts fährt, ja, dann muss man halt sich eine Kabine buchen, was dann natürlich wieder teurer wird. Ja, haben wir jetzt nicht. Wir fahren tagsüber. Aber das werdet ihr alles sehen, genau, wenn ihr weiter unsere Videos verfolgt. Wir halten ja alles fest. Genau. Wer uns verfolgt hat, wie wir hinfahren, ich denke mal, der verfolgt uns auch, wie wir zurückfahren. Ja, weiß man ja nicht. Aber ich denke schon, es gibt einige schöne Sachen noch zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir genießen jetzt noch ein bisschen das Wetter hier. Später kochen wir uns noch was. Und ja, ich denke, vielleicht bleiben wir noch einen Tag länger hier, weil hier ist es wirklich sehr schön. Ja, also so schön haben wir noch nie gestanden, oder? Nee. Nee.
gut, dann bis dennoch. Wächst überall Schnittkohl. Wir haben das mal im Internet nachgeguckt. Das sah für mich schon so aus wie so ein Kohlgemüse. Ich blende mal ein Bild ein, wie das hier wächst, wie das aussieht. Und das kann man als Salat machen oder halt als Gemüse essen. Und ich hatte heute sowieso vor, Kartoffeln mit Kohlrabi und ein Spiegelei zu machen. Und jetzt schneide ich das mal da rein und mal gucken, wie es schmeckt. Sind wir schon mal gespannt. Ralf schält draußen Kartoffeln. Hier wächst auch überall Schnittknoblauch. Hat Ralf mir jetzt gerade auch noch ein bisschen was von gepflückt. Und schneiden wir dann in die Soße rein. Lecker, lecker. So sieht es jetzt aus. Das sieht gut aus. Was essen wir denn heute? Am Strand. Guten Morgen, wir haben kurz nach 7, die Sonne scheint, wir haben total schön geschlafen. Jetzt mache ich erstmal eine Runde Yoga. So, jetzt erstmal einen Kaffee. Unterwegs. Danke. Es war sehr erfrischend, sehr kalt. Aber tut so gut und das Wasser ist glasklar. So, hier endet jetzt unser Video. Wir haben schon so viel Material. Wir haben heute Sonntag und wir sind ja eigentlich erst 2,5 Tage unterwegs. Und es gibt schon so viel, was wir euch zeigen wollen und unseren Familien, dass wir das alles gar nicht in ein Video kriegen von einer Woche. Deshalb haben wir jetzt beschlossen, dass es diese Woche 2 Videos gibt. Wenn das mit dem Internet klappt, kommt dieses Video am Montag raus und das nächste wie gewohnt am Donnerstag. Und naja, wenn es so weitergeht mit dem ganzen Filmmaterial, werden wir das im Urlaub über so machen. Dann kommen halt 2 raus, sonst über eine Stunde will sich ja auch keiner alles angucken. Dann kann man das lieber aufteilen, glauben wir zumindest. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Video. Wir hoffen, ihr seid wieder dabei. Schenkt uns einen Daumen und abonniert unseren Kanal. Tschüss. Tschüss.